Hi Leute, ich bin wieder aus dem Hallenbad hier und wie ihr seht, bin ich heute nicht allein, sondern ich habe Verstärkung dabei. Und zwar ist es der Robin. Hi Robin. Hi. Robin ist 9 Jahre alt, hat mich jetzt extra aus Speyer besucht, um mit mir ein bisschen Training zu machen. Und wir haben schon ein bisschen was hinter uns, sind schon eingeschwommen, haben ein paar Technikübungen gemacht. Und der Robin verfolgt auch immer zu Hause meine Videos und macht es mit Leidenschaft und will einfach besser werden. Und wenn ihr jetzt zu Hause zuschaut oder eure Kinder, dann wisst ihr jetzt, ihr könnt zuschauen, ihr könnt das nachmachen. Ich zeige euch jetzt nämlich, wie man in 5 Schritten zum Brustschwimmen kommt. Auch für Kinder, jetzt explizit mit dem Robin. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen an mit dem Brustbeinschlag. Machen wir jetzt Brustbeinschlag in Rückenlage, wie wir es gerade eben schon gemacht haben. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie man den Brustbeinschlag ausführt, dann könnt ihr jetzt hier oben auf das Video klicken, da erkläre ich euch das nochmal. Wir kommen jetzt zu Schritt 1 und machen jetzt einfach den Brustbeinschlag in Rückenlage. Ich mache das Ganze neben dir, fange einfach an und genau, nicht die gleichen, immer 1, 2, 1, 2. Okay? Füße zusammen. Richtig schön, richtig schön Schwung. Und los. Super, sah sehr gut aus. Jetzt nochmal kurz für die Zuschauer eine Erklärung. Wir haben das Ganze jetzt zuerst in Rückenlage gemacht, mit dem Brett über den Knien, weil man beim Brustbeinschlag ja nicht mit den Knien hier unnötig nach oben gehen soll, sondern man versucht, den Beinrumpfwinkel möglichst gestreckt zu lassen und den Beinschlag möglichst gestreckt auszuführen. Und da hat man einfach jetzt mit dem Brett eine super Kontrolle. Und wenn man merkt, die Knie stößen gegen das Brett, dann macht man was falsch. So, wir machen jetzt die nächste Übung. Und zwar einfach das gleiche auf dem Bauch. Wieder auf 1, 2 zählen. Beim Anziehen Kopf raus. Beim Schwimmen den Kopf wieder rein. Da können wir rauslegen. Der Beinschlag war schon mal super, der sitzt. Jetzt, nachdem man den Beinschlag geübt hat, ich würde euch immer empfehlen, fangt mit dem Beinschlag an, weil beim Brustschwimmen wird durch den Beinschlag der meiste Vortrieb erzeugt. Im Gegensatz zu anderen Lagen. Deshalb ganz wichtig, erstmal den Beinschlag einstudieren, danach den Armzug und ganz am Ende setzen wir es zusammen. Wir kommen jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir dafür jetzt 2 Hilfsmittel. Einmal Pull Boy und Pull Noodle. Was machen wir mit dem Pull Boy? Ich stelle zwischen die Beine. Genau. Und was machen wir mit den Beinen? Ganz gestreckt. Das habe ich aber gerade einen Schritt vergessen. Und zwar machen
machen wir jetzt für unsere Zuschauer nochmal kurz die Karte über den Wasserfall. Kannst du dich noch daran erinnern? Also, der Robin legt sich jetzt ins Wasser, ich halte ihn an den Füßen, er stabilisiert sich und macht dann einen Brustarmzug. Wenn ihr noch nicht wisst, wie der Brustarmzug geht, dann könnt ihr jetzt wieder oben auf ein Video klicken. Ja. Und das Atmen nicht vergessen. Und dann seht ihr, wie man den Brustarmzug erlernt, wie die Technikbeschreibung aussieht. So, wir machen das Ganze jetzt nochmal zurück. Ich gebe ein bisschen mehr Schub und du zählst wieder auf 1, 2. Sehr gut. So, kleine Pause. Wieder gut gemacht. Also, nächste Übung jetzt. Wäre jetzt unser Schritt 3. Wir nehmen ein Pullboy zwischen die Beine, spannen die Beine an, legen uns ins Wasser, machen uns die Poolnudel unter die Arme und legen uns gestreckt ins Wasser. Und dann machen wir nur den Brustarmzug. Okay? Also, schnapp dir deine Hilfsmittel. Und dann zeig mal den Zuschauern, wie man den Armzug stellt. Genau, da reicht es schon mal eine halbe Bahn. Ich weiß, das ist sehr schnell anstrengend, gell? So, aber die Zuschauer haben es gesehen. Ganz wichtig, du hast die Beine ganz fest gemacht. Du hast deinen Bauch angespannt, dein Bauch ist angespannt. Jetzt laufen wir die Poolnudeln raus. Und jetzt machen wir die halbe Bahn, unseren vierten Schritt. Was machen wir jetzt? Genau, super. Wir machen jetzt einfach nur den Brustarmzug mit dem Pullboy. Wieder ganz wichtig, Bauch anspannen, Hintern anspannen, Beine anspannen und dann geht's los. Sehr gut. Wieder einschlagen. Super. Und was kommt jetzt? Jetzt müssen wir ja noch irgendwas machen. Genau. Wenn man den Beinschlag schon gemacht hat, den Armzug, dann fehlt ja noch irgendwas, nämlich die Gesamtkoordination. Weil viele Leute fragen sich immer, wenn ich den Beinschlag mache, den Armzug, wann setzt denn der Beinschlag überhaupt ein? Und zwar ist es ganz einfach. Wenn man den Brustarmzug macht, dann fängt man an mit dem Wasserfassen, mit der Zugphase. Und wenn man die Arme einwärts dreht, richtet sich der Oberkörper auf und streckt sich wieder. Und wenn der Oberkörper sich aufrichtet, in diesem Moment setzt der Beinschlag ein mit dem Anfersen. Und wenn sich die Arme strecken, dann kommt im Beinschlag der Schwung. Habe ich euch aber schon alles in einem Video erklärt, könnt ihr jetzt draufklicken, dann wird das nochmal ausführlich erläutert. Ich würde sagen, wir legen los. Schauen wir, dass wir viele Züge machen. 1, 2 immer. So wie du es dann gemacht hast. Eine Bahn, Vollgas.
Sehr gut. Und so, liebe Zuschauer, kommt man 5 Schritten zum Brustschwimmen. Super gemacht. Mal das beim Robin sehr schön gesehen, wie er gleiten kann. Je länger man jetzt in der Streckphase liegen bleibt, desto intensiver kann man natürlich auch das Gleiten trainieren. Wichtig dabei, schaut, dass ihr dann auch in kompletter Strecklage bleibt. Die Füße müssen gestreckt bleiben. Und lasst einfach mal eure Kiddies zu Hause nachmachen. Wenn ihr selber nicht könnt, probiert es selber. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Mir hat Spaß gemacht. Dir auch, hoffe ich mal. Super. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.